Hi Freunde, hier ist wieder die Blockhütte und ich habe mir gerade was Neues gekauft und Sachen, die einfach geil sind, das muss ich ja immer gleich mal loswerden. Ich bin ja totaler Fan von diesen Clip-Tunern, da habe ich mir mal einen neuen gekauft von Korg, den Pitchhawk G, heißt er denn so schön, oder Pitchhawk G. Und das Ding ist einfach mal geil, ne? Der hat im Gegensatz zu meinem alten, den habe ich schon irgendwie halbwegs entsorgt, den Nachteil, dass man das Display nicht drehen kann. Und ich finde es total bescheiden, wenn man so einen Clip-Tuner hat und man muss den Kopf immer so zur Seite drehen, damit man das Display überhaupt sehen kann. Oder wenn das Display viel zu klein ist oder irgendwie sonst was. Und dieser Korg hier, der hat eben halt jetzt, ne, ihr könnt es hier sehen, der hat ein Gelenk, das kann man nach vorne und hinten bewegen und dann kann man eben halt das Display generell an einem Kugelgelenk drehen. Und ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und so kann man das auf jeder Gitarre an der Kopfplatte so befestigen, dass man wirklich geradeaus drauf gucken kann. Das geht dann eben halt bei meiner Ibanez-Gitarre ja auch sehr gut, wie ihr seht. Und dann kann man das Ding einfach nur anmachen. Ne, ich zoome auch gleich mal ein bisschen daran, wenn man das anmachen kann. So, das ist schon mal das erste Problem. So, der Vorführeffekt, muss ich mich erst dran gewöhnen. So, dann kann ich das so hin und hindrehen. Ich zoome mal ein wenig auf dieses Gerät hier. So, ich versuche mal mit meiner Gitarre so im Blick zu bleiben. Ich komme noch mal näher. So, meine Kamera kann das gar nicht scharf schalten hier. So, jetzt aber. So, ist das nicht geil? Und das Coole daran finde ich, wenn ich jetzt eine Seite anschlage. Oh. Ne, das ist doch mal ein fluffiges Display, ne? Es reagiert sofort und abrupt. Und das Display ist super geil lesbar, super groß und rastert und funktioniert richtig geil, richtig schnell, richtig geil. Total cool. Also wenn das nicht geil ist, also da weiß ich es auch nicht irgendwie. So, ich zoome mal wieder zurück hier. So, und yay, da sind wir wieder. Und weswegen finde ich solche Stimmer total geil? Das hat immer den Vorteil, dass man live, einige mögen jetzt sagen, das sieht affig aus, wenn man so einen Clip-Tuner an der Gitarre hat. Nee, das finde ich total cool. Man kann die Gitarre einfach Volume-Regler runterdrehen, es kommt kein Krach mehr raus aus der Gitarre, ich muss kein Kabel umstecken und ich kann einfach sofort meine Gitarre schnell mal durchstimmen, live auf der Bühne. Ist das super geil. Es gibt ja wenige Erfindungen, die ich heutzutage echt noch toll finde, aber das ist was. Und dieses Ding, Korg, der Pitchhawk G, wie er denn so schön heißt, ich weiß nicht, ich glaube, der kostet so um die 20 Euro, das ist was Geiles. Jeder, der ein vernünftiges Stimmgerät haben möchte, dem lege ich das ans Herz. Das ist total cool, von dem Ding bin ich begeistert. Der Korg Pitchhawk G.